Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom März für euch und ich bin sehr happy mit diesen Neuzugängen, denn es sind insgesamt 7 Bücher bei mir eingezogen und ich bin so happy damit, dass es nicht mehr geworden ist, sondern nur diese 7 Stück sind. Und es sind 7 Bücher, auf die ich mich schon sehr freue. Eins von diesen Büchern habe ich schon gelesen, die andere noch nicht. Und ich würde sagen, wir starten auch mit dem Buch, was ich schon gelesen habe, was ihr auch schon kennt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ihr schon kennt, ist You von Lauren Blakely. Da ist das Video diese Woche online gegangen. Ich glaube, ich brauche zu diesem Buch nichts mehr zu sagen. In You geht es um 2 beste Freunde, die zusammenziehen und dann irgendwie merken, dass da vielleicht doch mehr irgendwie ist zwischen ihnen. Und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch im Video. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich mag die Bücher von Lauren Blakely im Allgemeinen sehr gerne. Es sind absolut süße, niedliche Liebesgeschichten, die man zwischendurch mitlesen kann, wo man auch einfach mal abschalten kann und entspannen kann. Also ich bin da immer total gechillt, wenn ich die Bücher lese und da freue ich mich auch schon immer sehr drauf. Und ja. You ist auf jeden Fall diesen Monat bei mir eingezogen und wie gesagt, habe ich schon gelesen. Video ist auch schon online, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Dann haben wir mein aktuelles Currently Reading. Wenn das Video online geht, bin ich es wahrscheinlich schon mit diesem Buch fertig. Also ich hoffe es. Und zwar lese ich gerade Die Legende der 4 Königreiche besiegelt von Amy Tintera. Das ist der 3. und letzte Teil dieser Reihe. Und ich liebe diese Reihe so sehr. Und ich kann sie euch wirklich immer nur wieder ans Herz legen. Da das jetzt hier der 3. Teil ist, kann ich euch dazu nichts weiter sagen. Ich bin jetzt so knapp über die Hälfte und kann nur sagen, ich mag das Buch bisher total. Ich finde es einfach großartig. Ich liebe die Geschichte, die Charaktere und das Ganze drum und dran. Und ja, ich weiß, dass ganz, ganz viele die Cover übelst hässlich finden, weil das halt so nichtssagende Cover sind. Aber ich finde das gut, denn man erahnt halt nicht sofort, worum es in dieser Geschichte geht. Und das hat mich auf jeden Fall damals sehr angesprochen, wo ich das Cover gesehen habe. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr gerne Jugend-High-Fantasy-Bücher lest, dann schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Wir haben hier eine total coole, taffe Protagonistin. Dieses Buch, diese Reihe beginnt mit einem Mord. Und unsere Protagonistin M ist einfach großartig. Ich mag sie total. M ist ein sehr, sehr starker Charakter und sie muss einige Schwierigkeiten in dieser Reihe überwinden. Und natürlich gibt es in diesem Buch auch eine Liebesgeschichte und die mag ich total. Die steht schon im Vordergrund, aber spielt sich nicht zu sehr auf. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht mich. Auf jeden Fall kann ich euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Ich finde, sie ist viel, viel, viel zu wenig auf YouTube gesehen und besprochen worden dafür, dass ich sie einfach so großartig finde. Das Problem war halt bei dieser Reihe, die ist damals mit Das Reich der 7 Höfe parallel rausgekommen und dadurch ist sie einfach total untergegangen. Und diejenigen, die diese Reihe dann gelesen haben, haben sie automatisch mit Das Reich der 7 Höfe verglichen, was ich absolut schwachsinnig finde. Ich kann das immer wieder nur sagen. High-Fantasy-Geschichten sind zwar vom Grundaufbau vielleicht her ähnlich, aber eigentlich sollten sie sich schon unterscheiden. Und ich finde, diese Geschichte hat absolut null mit Das Reich der 7 Höfe zu tun. Weder von den Charakteren, noch von der Story, noch von irgendwie irgendwas. Also diese Reihe ist absolut nicht wie Das Reich der 7 Höfe. So null. Und ich finde es halt immer sehr, sehr schade, wenn dann viele sagen, das Buch fand ich doof, weil das ist halt nicht wie Das Reich der 7 Höfe. Ja Leute, wenn es wie Das Reich der 7 Höfe wäre, dann wäre es ein Abklatsch von Das Reich der 7 Höfe. Warum sollte ich sowas lesen wollen? Ah, aber das ist so eine Diskussion, da könnte ich mich stundenlang drüber drin verlieren, deswegen lasse ich das jetzt. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen, schaut sie euch an, ich mag sie total. Und ja, da gibt es dazu jetzt nichts zu sagen. Ich mache hier auf jeden Fall noch meine Reihenvorstellung dann, wenn ich das Buch gelesen habe. Dann ist diesen Monat bei mir eingezogen der 2. Teil von Dragon Fortune von der lieben Niki. Ich habe das Buch ja netterweise von der Niki wiederbekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Niki, nochmal an dieser Stelle. Ich freue mich immer noch mega, dass ich das bekommen habe. Und ja, ich hatte ja euch Dragon Fortune schon vorgestellt. Dragon Fortune ist auch eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte, in der es um Drachen geht. Und ja, das ist jetzt der 2. Teil. Wir erfahren jetzt hier, wie es mit Dominik auf diesem verwunschenen Schloss weitergeht. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich kann euch hier nichts weiter dazu sagen, sonst würde ich euch ein bisschen was spoilern und das möchte ich nicht. Wie gesagt, wer gerne Jugend-High-Fantasy liest, wo Drachen drin vorkommen, sollte sich das hier auf jeden Fall angucken. Die Geschichte ist auch sehr, sehr witzig. Also wer gerne lacht, schaut es euch an. Dann habe ich mir im März mal gegönnt All in 2, 2 Versprechen. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber ich denke mir, dass mir der erste Teil gefallen wird. Deswegen habe ich mir jetzt einfach den zweiten schon gekauft, auch wenn ich den ersten noch nicht gelesen habe. Sollte man ja eigentlich nicht machen. Eigentlich mache ich das auch nicht, aber ich wollte diese Bücher einfach haben, bevor ich sie dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr bekomme. Ich habe ja immer so ein Glück, dass ich dann irgendwann diese Bücher einfach nicht mehr kriege, wenn ich sie dann lesen möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm,
shit happens, du gibst so viel Geld für sinnlosen Kack aus, dann kaufst du dir jetzt auch das Buch. Ich kann euch auch hier zum Inhalt nichts sagen, weil ich mich dann selber spoilern würde. Denn ich glaube, der erste und der zweite Teil, die gehören schon irgendwie zusammen. Ich habe auch keine Ahnung gerade mehr, worum es im ersten Teil eigentlich geht. Ich denke, viele von euch sollten das Buch eigentlich auch schon kennen. Deswegen, ich lese euch jetzt hier auch nicht den Rückband vor, weil ich dann mich selber spoilere und das möchte ich nicht. Ich möchte mich von dieser Geschichte dann gerne überraschen lassen. Ich finde auch das Cover unglaublich hübsch, ne? So mit diesem Streichholz davon drauf, gefällt mir sehr. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Hat der Verlag wieder echt schön gemacht. Aber naja, ist halt der Lux Verlag. Da erwartet man sowas ja auch, ne? Dann habe ich mir diesen Monat noch gekauft Someone New von Laura Kneidl. Ich habe ja Berühre mich nicht und Verliere mich nicht gelesen. Ich fand die Geschichte ja gut. Ich konnte aber diesen Hype um diese Geschichte damals nicht so ganz nachvollziehen, weil ich halt definitiv schon bessere New Adult Bücher wie das von Laura Kneidl gelesen habe. Aber im Prinzip hat mir die Geschichte gut gefallen. Ich finde nur, man hätte diese Geschichte ja im Kompletten etwas kürzer fassen können. Ich finde es gut, dass Someone New ein Einzelband ist. Es gibt ja einen zweiten Teil, da geht es dann aber um ein anderes Pärchen. Und ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte jetzt. Und ich finde auch das Cover hier unglaublich schön. Ne? Ich mag das, wenn da so bunter Qualm vorn drauf ist. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Dieses Buch wurde ja schon wieder unglaublich gehypt und in den Himmel gehoben. Und ja, ich bin einfach mal gespannt und schauen wir mal, wie dieses Buch so ist. In dieser Geschichte geht es um Maika und als Maika auf ihren neuen Nachbarn trifft, kann sie es nicht glauben, es ist ausgerechnet Julian, der wenige Wochen zuvor ihretwegen seinen Job verloren hat. Maika fühlt sich schrecklich, vor allem weil Julian kühl und abweisend zu ihr ist und ihr nicht mal die Gelegenheit gibt, sich zu entschuldigen. Doch gleichzeitig fasziniert Maika seine undurchdringliche Art und sie will ihn unbedingt näher kennenlernen. Dabei findet sie heraus, dass Julian nicht nur sie, sondern alle Menschen auf Abstand hält. Denn er hat ein Geheimnis, das die Art, wie sie ihn sieht, für immer verändern könnte. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und bin gespannt, was da dahinter steckt. Ich habe mir hier noch keine Rezension angeguckt, noch gar nichts dazu. Ich habe halt nur mitgekriegt, dass dieses Buch wieder überall auf YouTube rumging und überall auf Instagram. Und ja, ich hatte mir sowieso vorgenommen, es zu lesen. Wann ich dazu komme, es zu lesen, ich habe keine Ahnung. Es ist ja mein Buch und kein Rezi-Exemplar, deswegen bin ich da ja nicht in Eile. Und ich möchte aber die Geschichte schon sehr, sehr bald lesen. Aber ich habe halt noch andere Bücher, wo ich jetzt vorrangig sage, die muss ich erst mal weiterlesen. Dann habe ich von meiner Arbeitskollegin noch ein Buch geschenkt bekommen. Liebe Katrin, falls du das siehst, vielen, vielen Dank. Und zwar habe ich von ihr bekommen den 8. Teil der Green Mountain Serie, Ein Traum für uns. Hier geht es ja um den Vater von Cameron. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Das Buch ist im Verhältnis zu den anderen Büchern relativ dünn, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Geschichte ist. Wie gesagt, es geht um den Vater von Cameron. Der ist ja eigentlich eher ein Arschloch. Man kann es nicht anders sagen. So ein reicher, distanzierter, kühler Mann. Aber ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Aber ich muss vorher Band 5, 6 und 7 erstmal lesen, bevor ich Band 8 lesen kann. Aber ich freue mich, dass ich den 8. Band jetzt hier zu Hause habe und dass ich ihn halt einfach dann mitlesen kann, wenn es soweit ist. Ich möchte jetzt auf jeden Fall im April den 5. lesen, dass ich da auch einfach mal weiterkomme mit der Reihe, denn es nervt mich. Nachdem der 4. ja eher so enttäuschend war, obwohl ich ja eigentlich wusste, dass der 4. bei vielen der schwächste Teil der Reihe ist, war ja für mich doch irgendwie so ein bisschen enttäuschend und dadurch ging mir irgendwie die Motivation flöten weiterzulesen, obwohl ich auf die Geschichte von Ella und Garrett echt gespannt bin. Und ja, ich werde auf jeden Fall im April den 5. Band lesen, vielleicht auch den 6. Ich habe ja eine Woche Urlaub. Da komme ich ja ein bisschen mehr zum Lesen und ja, das ist auf jeden Fall der Plan und dann irgendwann bin ich bei Teil 8 angekommen. Es kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch der 9. Band raus. Ich glaube, im September kommt der 9. noch raus. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, sind das schon 6 meiner 7 Neuzugänge. Ein Buch habe ich noch. Das ist gestern noch bei mir angekommen. Also wir haben jetzt noch März, wo ich das drehe, aber ich werde heute und morgen kein neues Buch mehr kaufen, deswegen ist das Thema jetzt für mich durch. Und ja, gestern noch bei mir eingezogen ist With or Without You von Geneva Lee. Ich freue mich schon so unglaublich auf dieses Buch. Ich habe ja den ersten Teil gelesen, Now and Forever. Da ging es ja um Jillian. Und da hat man Jessica, die beste Freundin von Jillian, schon kennengelernt und hat schon mitbekommen, dass bei Jessica und ihrem Dozenten da irgendwie was geht. Und ja, in dieser Geschichte geht es um Jessica und ihren Dozenten, deswegen habe ich mich da schon sehr drauf gefreut. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, ich werde die auf jeden Fall jetzt ganz, ganz bald lesen. Vielleicht fange ich heute auch noch an, mal gucken, wie ich Zeit habe. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich kann euch ja mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Klug, zuverlässig, fleißig und mit einem perfekten Plan für ihre Zukunft in der Tasche. Das ist Studentin Jessica Jones.
Wilde Partys, heiße Flirts oder spontane Abenteuer sind nicht ihr Ding. Und als ihre Freundin Cassie sie zu einem Kurztrip nach Mexiko überredet, hat Jessica mehr Bücher als Bikinis im Koffer. Doch dann treffen sie am Flughafen ausgerechnet Roman Markson, den heißesten Typen vom ganzen Campus. Und als Jessicas Dozent komplett verbotenes Terrain. Aber es funkt gewaltig zwischen den beiden. Und was in Mexiko passiert, bleibt in Mexiko, oder? Und ich finde, das klingt einfach ganz, ganz toll und ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Und ich werde euch dann natürlich auch hier ausführlich berichten, wie sie mir gefallen hat. Und bin schon super hyped auf das Buch, da freue ich mich schon seit Monaten drauf. Und das sind meine Neuzugänge aus März. Wie gesagt, 7 Stück insgesamt. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin froh, dass es nicht mehr als 10 sind. Also immer, wenn ich jetzt weniger wie 10 Neuzugänge habe, freue ich mich, weil dann hält sich auf jeden Fall die Waage bei mir im Sub. Weil ich lese ja im Moment auch keine 10 Bücher im Monat, sondern eher so 8, 7, 8. Das heißt, wenn ich 7 bis 8 Neuzugänge habe, hält sich bei mir auf jeden Fall die Waage mit dem Sub und es wird nicht mehr. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch ein Buch vergessen. Ich vergesse immer die E-Books. Verdammt. E-Books sind meine Stiefkinder. Ihr wisst das, die vergesse ich immer. Ich bin ja froh, dass es mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Auf jeden Fall ist noch bei mir eingezogen im März In Liebe, John von Jasmin Winter. Das ist eine Novelle und dieses Buch hat nur, ich glaube, 140 Buchseiten. Dadurch, dass ich das auf dem Kindle gelesen habe und mir immer die Prozente anzeigen lasse, weiß ich das jetzt, glaube ich, gerade nicht. Aber ich glaube, es waren so um die 140 Buchseiten. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen und ich kann nur sagen, dass es auch eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte ist. In dieser Geschichte geht es um Ava und John oder Ava, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie man sie aussprechen möchte. Ich sag mal Ava. Und die beiden haben sich vor 6 Monaten im Internet kennengelernt und haben immer geschrieben und halt auch miteinander geskypt und alles und sind quasi in den letzten 6 Monaten beste Freunde geworden. Die beiden verstehen sich wie noch nie mit irgendwem anders in ihrem Leben und haben jetzt vor, sich an Weihnachten das allererste Mal zu treffen, denn Weihnachten ist auch gleichzeitig der Geburtstag von den beiden. Und die beiden verbinden ziemlich viel und so machen sie sich beide auf den Weg von ihren Heimatstädten nach New York und wollen sich dann dort das erste Mal, wie gesagt, gegenüberstehen und dort ein bisschen Zeit miteinander verbringen, denn jede Freundschaft kommt irgendwann auch mal an den Punkt, wo man sich halt auch mal persönlich treffen möchte und immer nur das per Skype und Telefon. Ich glaube, jeder, der einen Freund hat, der irgendwo ganz weit weg wohnt, kann das irgendwie auch nachvollziehen. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich meine Mädels sehe, wenn Annika und Sina, wenn Buchmessezeit ist und ich die beiden auch mal in den Arm nehmen kann und auch mal drücken kann. Es ist halt durch Telefon und Skype immer so ein bisschen schwierig. Deswegen konnte ich diese Situation auch absolut gut nachvollziehen. Und die beiden, wie gesagt, machen sich dann auf den Weg zu ihren Treffen. Auf dem Weg dorthin passiert bei beiden einiges und einiges geht schief. Und die Frage, ob sie sich denn in New York denn überhaupt noch treffen können und ob ihr Plan überhaupt noch funktioniert. Das ist das eine, worum es in dieser Geschichte geht. Und dann geht es noch in dieser Geschichte natürlich um die Frage, was verändert eine Freundschaft, wenn man sich denn das erste Mal trifft? Und mehr möchte ich zum Buch nicht verraten. Wie gesagt, es ist nur eine Novelle und ich möchte dem Buch nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist für mich Kategorie absolut niedliche, süße Liebesgeschichte. Das Buch ist wirklich süß geschrieben, es ist sehr romantisch geschrieben, es ist sehr gefühlvoll geschrieben. Ich habe die Geschichte auch in einem Rutsch gelesen. Ich habe angefangen, ich konnte dann auch nicht mehr aufhören. Ich wollte dann halt auch wissen, wie es ausgeht. Und ich kann wirklich nur sagen, dass die Geschichte absolut niedlich ist und süß ist. Und bevor ich jetzt hier mehr zu dem Buch noch sage, es kommt ja dann noch ein Lesemonat. Da lasse ich mich dann ausführlich nochmal über die Geschichte aus. Und aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Buch, was bei mir eingezogen ist und was ich schon wieder fast vergessen hätte. E-Books sind meine Stiefkinder. Verdammt. Es tut mir das mal so leid, wenn ich die E-Books vergesse. Furchtbar. Ja, auf jeden Fall, In Liebe, John von Jasmin Winter ist dann das 8. Buch, was bei mir eingezogen ist im März. Aber da ich es schon gelesen habe, ist es ja zum Glück nicht mehr auf dem Sub. So, das war es jetzt aber wirklich von den Neuzugängen vom März. Wie gesagt, ich bin immer noch happy, dass es so wenig geblieben ist. Und was ist denn im März bei euch so eingezogen? Wie ist das bei euch eigentlich im Moment? Sagt ihr, oh Gott, ich bin so froh, wenn ich weniger Bücher habe, die bei mir einziehen, weil ich auch so einen hohen Sub habe? Oder sagt ihr, nee, ich kaufe immer nur dann ein Buch, wenn ich es auch lese? So habe ich das ja früher auch gehalten. Ich habe ja früher auch immer nur dann mir Bücher gekauft, wenn ich halt gerade keins mehr hatte. Und dann kam BookTube. Dann kam BookTube und dann kamen Neuerscheinungsvideos und Lesemonate und Hypes um irgendwelche Bücher und dann hat der gesagt, du musst das lesen und dann hat der gesagt, du musst das lesen. Ja, und so sammelt sich ein Sub dann ganz schnell an von über 100 Büchern.
Und es tut mir auch irgendwie echt leid, dass ich diese Bücher alle noch nicht gelesen habe. So, deswegen versuche ich ja dieses Jahr alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und halt nicht so viele Neuzugänge zu haben, dass ich halt auch einfach mit dem Sub mal klarkomme. So, ansonsten war es das jetzt auch an dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.